Energiespot löst ihre dringendsten Probleme. Vertrocknete Pflanzen haben einfach keinen Platz mehr im 21. Jahrhundert. Aber wie genau warnt unser System vor tödlichem Austrocknen? Der Aufbau des Steckbretts ist sehr simpel. Als Mikrocontroller wird ein ESP8266 auf Node-MCU-Entwicklerboard verwendet. Als Sensor dient ein kapazitiver Feuchtigkeitssensor, der mit 3,3 Volt Ground sowie dem Analog-Pin des Mikrocontrollers verbunden ist. Der Mikrocontroller wird über ein Micro-USB-Kabel mit Spannung versorgt. Hier das Programm des G-Spots. Zuerst werden die benötigten Bibliotheken eingebunden. Die ESP8266 Telegram-Bot-Bibliothek, welche die Kommunikation via Telegram-Bot ermöglicht, sowie weitere Bibliotheken zur Herstellung der Internetverbindung. Im folgenden Abschnitt werden die Daten des Telegram-Bot eingegeben. Dazu gehören Bot-Name, Bot-Username, Bot-Token und die Chat-ID des Admin. Danach werden die WLAN-Daten eines Netzwerks eingegeben. Im Array Chat-ID sind die Chat-IDs der Chats, welche GIS-Benachrichtigungen erhalten sollen, abgelegt. Innerhalb des Intervalls wird der User erinnert, seine Pflanzen zu gießen. In diesem Fall 43.200.000 Millisekunden, also 12 Stunden. Die konstanten Luft und Wasser dienen der Kalibrierung des Feuchtigkeitssensors. Über die Grenzwerte wird festgelegt, ab welcher Feuchtigkeit eine Gießerinnerung gesendet wird. Im Chat mit dem Bot lässt sich dann einer der drei Werte auswählen. Im Setup wird zunächst die Netzwerkverbindung eingerichtet und der Bot gestartet. War beides erfolgreich, sendet dieser die Nachricht GISBOT online an die Admin-ID. Im Loop wird als erstes der Sensorwert zwischen den konstanten Luft und Wasser auf eine Skala von 0 bis 10 eingelesen. Nun empfängt der Bot Nachrichten und speichert diese im zweidimensionalen Array BOT-Message. I ist dabei der Index der eingegangenen Nachrichten. Der zweite Index enthält die Daten zur Nachricht von I. So ist BOT-Message I 4 die ID des Absenders der Nachricht und BOT-Message I 5 der Inhalt der Nachricht. Nur Nachrichten vom Admin werden entpackt. Entspricht eine der Nachrichten einem der festgelegten Befehle, wird entsprechend reagiert. Programmiert sind die Befehle Setup 1, 2, 3, Status, Sleep, Wake Up. Entspricht die Chat-ID des Absenders einer empfangenden Nachricht, nicht der des Admins, so erhält dieser die Nachricht I, Access Denied und seine eigene ID. Diese kann dann zum Beispiel in das Array Chat-ID eingefügt werden. Im letzten Teil des Loops wird nun, vorausgesetzt der Sleep-Modus ist nicht aktiv, bei Überschreiten des Grenzwertes eine Gießbenachrichtigung gesendet. Diese wird innerhalb des oben festgelegten Intervalls wiederholt. Erfolgt das Gießen und der Grenzwert wird wieder unterschritten, sendet der Gießbot eine Bestätigungsnachricht. Hier einmal ein Beispieldurchlauf des Programms im Telegram-Chat mit dem GISBOT. Als Admin bin ich befähigt, dem Bot Befehle zu senden. Zuerst erscheint die Bestätigungsnachricht nach dem Einschalten der Spannungsversorgung des Mikrocontrollers und Einrichten der Netzwerkverbindung. Nach dem Befehl Setup kann der Grenzwert je nach Wasserbedarf der Pflanze ausgewählt werden. Es wird Grenzwert 2 ausgewählt. Dieser entsprach auf der Feuchtigkeitsskala von 0 bis 10 dem Wert 5. Über den Befehl Status lässt sich der aktuelle Feuchtigkeitswert der Pflanze abfragen. Da hier der Programmablauf mit vollständigem Eintauchen des Sensors in Wasser simuliert wird, entspricht dieser dem Wert 0. Zieht man den Sensor aus dem Wasser, erscheint die Gießerinnerung. Nach Gießen, simuliert durch erneutes Eintauchen des Sensors, wird die Gießbestätigung gesendet.
Über den Befehl Sleep kann das Senden von Nachrichten vorübergehend ausgeschaltet werden, bis dieser mit dem Befehl Wake Up wieder aufgehoben wird. Werden unbekannte Befehle gesendet, erscheint eine Fehlermeldung.